Großer Fanalarm beim Musikfestival Kitzbühel. Bereits zum vierten Mal beehrte Andreas Gabalier die Gamsstadt. Und der schier grenzenlose Jubel rund um den Alpenrocker ließ die legendärste Sportstadt der Alpen am Wochenende zur Musikhauptstadt des Landes mutieren. Auch wenn der Volksrock'n'Roller jüngst über 70.000 Menschen im Olympiastadion München begeisterte, bei der Pressekonferenz kurz vor seinem Auftritt wurde seine Liebe zu Kitzbühel einmal mehr deutlich. Es herrscht einfach so eine schöne positive Stimmung da herinnen. Das ist einfach einzigartig. Ja? Die anderen Konzerte, die finden am Abend statt. Und da kommen die Leute natürlich auch voll Euphorie und gehen dann wieder nach Hause. Kitzbühel lebt tagelang mit rund um dieses Konzert. Deswegen komme ich auch wirklich leidenschaftlich gerne nach Kitzbühel. Und jetzt stehen wir in den Startlöchern, scharen mit den Hufen und warten nur noch, bis wir von den Ketten gelassen werden. Was ist denn du, Lapalu, sag mir, wo kommt es her? Wie schreibt man du, Lapalu, was ist das? Bitte sehr. Ich hab nur du, Lapalu ist nicht ganz jugendfrei. Sagst du, was ist schon dabei? Tatsächlich eilt der Mountain Man derzeit von Erfolg zu Erfolg. So wird er als erster Österreicher in Kürze einen MTV Unplugged-Auftritt haben. Es ist aber total schön, was sich tut, was sich so von Anfang an eigentlich Schritt für Schritt ergeben hat. Da waren so viele Meilensteine mit dafür verantwortlich, dafür, wo man eben heute steht. Servus die Madeln, grüß euch die Buren, jetzt sind wir da. Der Rummel um Gabalier, ausverkaufte Konzerte mit unterschiedlichsten Schlagergiganten am Fuße des Hahnenkamms und viele tausende Besucher, die in der Woche des Musikfestivals nach Kitzbühel pilgern. Das augenzwinkernde Sommermotto Schunkeln statt Wedeln ist ein Erfolgsrezept für die Region. Diese Initiative, die da von Thomas Rass ergriffen worden ist, den Andreas Gabalier nach Kitzbühel zu holen, das war ein Volltreffer. Sonnenblumen kreuzen deinen Weg. Du schirbst die Wolken vor dir. Du hast Rückenwind. Und dann gab's einmal mehr Gänsehaut-Feeling. Gabalier pur. Inklusive seiner spürbaren Begeisterung für Kids. Die Liebeserklärung an Kitzbühel ist vielleicht jene, dass man am Anfang da wirklich schon total viel Support bekommen hat, wie man noch nicht da gestanden ist, wo man heute steht. Da hat es viel Unterstützung gegeben. Mit seiner fantastischen Bühnenshow und seinen Mega-Hits wurde den Fans schnell warm ums Herz. Auch zeitweiser Regen konnte der einzigartigen Atmosphäre im Hexenkessel des Tennisstadions nichts anhaben. Macht mich wach, Leute! In 7000 Fans aus der Gamsstadt! Voller Einsatz, nicht enden wollender Applaus. Ein umjubelter Botschafter der Lederhose, der mit seinem Lebensgefühl seine Fans entzündet.